Hi ihr Tierfreunde und schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, es ist wieder Zeit für das nächste Los. Ich bin gespannt. Es ist ein Wunsch von Gamer Like Me. Hi, tolles Gericht. Habt einen Wunsch. Tofu, Tomate, Kartoffel und Bärlauch. Ja, Bärlauchzeit ist vorbei eigentlich, aber ja, mal gucken, wie wir das machen. Ja, für euch wieder bis gleich, für mich bis irgendwann. Tschüss. Hi und willkommen zurück. Ja, der Wunsch von Gamer Like Me ist immer noch Tofu, Tomate, Kartoffel und Bärlauch. Und wie schon gesagt, es ist jetzt wirklich gerade keine Bärlauchzeit, aber wir haben ja mal Bärlauch gesammelt und haben den in Öl eingelegt. So hält er sich auf jeden Fall eine ganze Weile und ich kann auch jetzt immer noch was mit Bärlauch machen. Und ja, mit getrocknetem Bärlauch würde ich ungern was machen, weil das, ja, also es schmeckt nicht so wirklich. Und wenn ihr mal das Video von Dietrich gesehen habt, dann wisst ihr auch, dass die Wirkung von dem Bärlauch dann einfach verflogen ist. Deswegen nehme ich jetzt diesen in Öl eingelegten Bärlauch. Und ich habe das Rezept auch extra so gemacht, dass ihr den Bärlauch auch einfach weglassen könnt. Denn ich mache eine Art bunten Kartoffelrösti aus den Kartoffeln, Tomaten und dem Tofu. Und dazu gibt es einen schönen Kräuterdip, wo halt auch Bärlauch dabei ist. Und den könnt ihr auch ganz einfach weglassen und ja, andere Kräuter verwenden. Okay, los geht's. So, zuallererst machen wir mal eine kleine Vorbereitung für die Röstis. Und zwar habe ich hier 100 Gramm Tofu. Den schneide ich jetzt in ganz kleine Würfel, also vielleicht höchstens einen halben Zentimeter dick. Wenn ihr euch das einfacher machen wollt, könnt ihr den Tofu auch einfach zerbröseln. Und den lege ich jetzt ein in 2 Esslöffel Sojasauce. Rühre die mal so ein bisschen durch. Könnt ihr euch zwischendurch immer wieder ein bisschen durchrühren, damit sich die Sojasauce gut verteilt. So, und erstmal beiseite stellen. Dann machen wir schon mal den Dip fertig. Ich habe hier 200 Gramm Sojajoghurt und verschiedene Kräuter. Ich habe jetzt hier alles genommen, was ich so in meinem Garten gefunden habe. Dill habe ich ein bisschen, dann Schnittlauch und Basilikum und den Bärlauch dann natürlich auch noch. Die Kräuter hacke ich erstmal alle ganz klein. So, und den Bärlauch, den schneide ich auch ein bisschen klein. Ihr könnt jetzt zu Hause zum Beispiel auch noch Petersilie reinmachen oder zum Beispiel auch ganz einfach Kresse, das ist auch mal sehr lecker. So, jetzt mache ich ein bisschen Salz rein. Ich würde sagen, ungefähr so einen halben Teelöffel. Eine kleine Messerspitze Pfeffer. Einen halben Teelöffel Paprikapulver. Ihr könnt noch ein bisschen Chilipulver ranmachen, wenn ihr möchtet. Mache ich jetzt nicht. So, das Ganze können wir jetzt einfach durchrühren. So, damit ist der Kräuter-Bärlauch-Dip schon mal fertig. Den könnt ihr jetzt erstmal beiseite stellen und ein bisschen durchziehen lassen. So, dann geht's an die Rösti. Dazu habe ich hier jetzt 500 Gramm Kartoffeln. Das sollten geschält jetzt ungefähr 450 Gramm werden. So, also 450 Gramm geschälte Kartoffeln. Und die könnt ihr jetzt mit so einer groben Reibe ganz einfach durchraspeln. Die geraspelten Kartoffeln könnt ihr gleich mal in eine Schüssel geben. Dazu kommen jetzt noch 3 Tomaten, das sind ungefähr 200 Gramm. Und die könnt ihr ganz einfach halbieren und dann in ganz schmale Streifen schneiden und dann nochmal in feine Würfel. Die Tomaten könnt ihr gleich zu den Kartoffeln geben. Dann braucht ihr noch eine kleine Zwiebel und die könnt ihr auch ganz einfach in feine Würfel schneiden. So, die Zwiebel kann auch gleich in die Schüssel. Dann können wir das würzen mit einem halben Teelöffel Pfeffer, einem Teelöffel Kräuter de Provence und einem Teelöffel Salz. Weil das Ganze jetzt wahrscheinlich so in der Pfanne nicht halten würde, machen wir jetzt noch ein bisschen Stärke ran, und zwar einen Esslöffel, also ca. 20 Gramm und 5 Esslöffel Kichererbsmehl, also ca. 80 Gramm. Und das Ganze könnt ihr jetzt schön verkneten, auch so, dass der Saft von den Tomaten ein bisschen austritt. So, und wenn ihr das dann gut genug durchgeknetet habt, dass auch keine Kichererbsenklumpen mehr irgendwo vorhanden sind, dann könnt ihr euren eingelegten Tofu mit seiner Flüssigkeit in die Schüssel geben und mit einem Löffel das Ganze nochmal durchrühren, damit die Tofu-Stückchen ja nicht allzu sehr kaputt gehen. Deswegen gebe ich die auch erst zum Schluss dazu, denn wenn man die mit durchkneten würde, wären die einfach nur
krümelig am Schluss. Und ich wollte gerne, dass man sie noch erkennt. So, und fertig ist euer Rösti-Teig. Dann braucht ihr eine flache Pfanne mit einem Öl eurer Wahl. Und da könnt ihr ruhig ein bisschen mehr nehmen. Denn wenn da zu wenig Öl drin ist, dann werden die Erhebungen bei den Röstis einfach schwarz werden. Und darunter wird es immer noch hell sein. Deswegen macht ruhig ein bisschen mehr rein. Den Rösti-Teig, bevor ihr ihn in die Pfanne gebt, könnt ihr mal kurz vorher nochmal durchrühren, damit die Flüssigkeit, die sich unten absetzt, ganz einfach wieder verteilt wird. Und dann könnt ihr einfach Esslöffel große Röstis in die Pfanne setzen. Drückt sie ein bisschen flach. Ich habe die Pfanne jetzt auf höchster Stufe und sobald die Röstis drin sind, reduziere ich die auf die Hälfte. Das mache ich jetzt auch jedes Mal, wenn ich die nächsten Röstis brate. Also ich schalte den Herd wieder kurz hoch, mache die Röstis rein, warte bis die Pfanne auch richtig heiß geworden ist und dann schalte ich sie wieder auf die Hälfte runter und brate sie dann eine ganze Weile. Denn wenn ihr sie auf hoher Stufe bratet, dann werden sie wahrscheinlich sehr schnell dunkel werden oder nicht richtig durch sein. Wenn ihr übrigens eine fettreduzierte Variante haben wollt, dann könnt ihr das natürlich auch in der Pfanne versuchen. Müsst ihr halt mit der Temperatur noch ein bisschen weiter runtergehen und einfach vorsichtiger sein. Ihr könnt es aber auch genauso gut im Backofen machen. Also einfach auf ein Backblech geben mit Backpapier. Vielleicht ein kleines bisschen Öl oben drüber oder auch ein kleines bisschen Öl in den Teig rein. Und dann auf niedriger Hitze backen. Ich würde jetzt sagen vielleicht 150 Grad und 20 Minuten. Ich habe es aber nicht getestet jetzt. Weil ich finde einfach, die Version gefällt mir irgendwie am besten. Aber das könnt ihr zu Hause ja einfach mal ausprobieren. So, nach ca. 8 bis 10 Minuten sollten die Röstis auch auf jeden Fall fertig sein. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch kurz vorher nochmal den Herd ganz hochschalten, um nochmal so eine richtig schöne Kruste zu erzeugen. Und dann könnt ihr sie auf einen Teller mit etwas Küchenpapier legen und etwas abtropfen lassen. So, und fertig sind eure Kartoffel-Tomaten-Rösti mit Kräutercreme. Ja, mal kosten. Oh, super lecker. Also richtig schön würzig, auch durch den Tofu und schön knusprig. Und mit der Kräutercreme zusammen. Noch viel besser. Und das ist, finde ich, das perfekte Sommeressen. Mir wurde ja schon mal öfter geschrieben, dass ich immer zu viel Fett zum Braten verwende. In diesem Fall, finde ich, aber macht das einen riesen Unterschied aus, ob ihr viel oder wenig nehmt. Aber wie gesagt, ihr könnt das auch selber entscheiden. Ihr könnt auch einfach weniger nehmen. Müsst dann halt ein bisschen mehr aufpassen, dass euch die Röstis nicht anbrennen. Ach ja, und ein kleiner Tipp noch. Wenn ihr jetzt die Röstis alle gebraten habt, dann kann es sein, dass am Ende die Flüssigkeit zurückbleibt. Auch wenn ihr immer durchgerührt habt. Aber die müsst ihr nicht wegkippen. Die könnt ihr auch nochmal in die Pfanne geben. Bei nicht ganz so viel Fett. Und könnt sozusagen einen würzigen Pfannkuchen daraus machen. Ja, vielen Dank an Gamer Like Me für diesen Zutatenvorschlag. Auch wenn das jetzt nicht ganz in die Saison gepasst hat. Weil es halt keinen frischen Bärlauch mehr zu kaufen gibt. Aber ja, ich denke mal, das ist auch so eine ganz gute Lösung gewesen. Und ja, ich habe schon überlegt, wie ich das nächste Mal mache, weil es gibt auch mehr Wünsche, die auch solche Zutaten enthalten. Vielleicht würde ich einfach dann Neues losziehen und würde das andere mir so lange aufbewahren, bis halt die Saison wieder dran ist. Ja, mal gucken, wie ich das mache. Ja, in dem Sinne wünsche ich euch viel Spaß, wenn ihr die Röstis mal ausprobiert. Und schreibt mir noch ein paar Zutatenwünsche in die Kommentare. Die kommen dann auch gleich in die Losbox. Ja, und dann bis zum nächsten veganen Kochenende. Tschüss!